Don Johnson FRH und Isabel Wert. Ja, zu einer guten Kür gehört nicht nur Risiko, was wir ja hier wirklich bis zum absoluten Maximum gesehen haben, diese starken Galopps in die Pirouette, wirklich beides für Höchstnoten, aber zu einer guten Kür gehören auch Emotionen. Das ist ja nicht nur schönes Reiten, sondern es muss auch Emotionen erwecken. Und ich glaube, das hat sie mit dieser Musik und diesem wunderbaren Ritt getan, bei uns allen, auch bei den Richtern. Auf den starken Galopp in die Pirouette müsste sie allmählich eigentlich ein Patent kriegen. Das macht sie mit allen so gekonnt und so sicher. Und das ist ja wirklich eine der höchsten Schwierigkeiten. Aber auch alles andere, Passage, Traversalen, Piaf, Pirouetten, war wirklich ein sehr, sehr nahezu vollendeter Ritt. Und ich glaube, da können wir uns alle freuen, dass wir hier bei dieser Sternstunde dabei waren. Danke, Isabel. War toll. Ja, Katharina, du hast es so vortrefflich analysiert und vor allem, dieses Pferd, meine Damen und Herren, ist 17 Jahre alt. Und ich weiß noch, in Aachen bei der EM, Isabel, 2015, da warst du in der deutschen Equipe und warst knapp an der Bronzemedaille in der Kür vorbeigeglitscht. Eigentlich hättest du Bronze gewinnen müssen, aber er hat sich nicht verändert, dein Johnny. Und wenn man dann sieht, auch diese Musik, Pomps and Circumstances, dieses Royale nochmal, dieses Volumige und genau das, was diese Königin des Reitsports ausstrahlt, die selbst jetzt noch, schauen Sie mal, auf die Videowand schaut, Sie müssen ihr einfach mal zuschauen. Es ist nicht einfach eine Durchgangsstation zum nächsten großen Championatserfolg, Mannheim, Isabel. Ich habe immer wieder das Gefühl, egal mit welchem Pferd, egal auf welcher Veranstaltung, du willst einfach selbst dir auch zeigen, dass das Reiten und deinem Pferd Spaß macht und dass ihr es einfach perfekt beherrscht. Es ist nicht nur eine Durchgangsstation für das nächste Turnier. Hallo, mein Bursche. Er hätte jetzt gerne ein Zückerchen von dir, sonst ist er ein bisschen beleidigt. Aber ich bin in der Tat mit der Kür super zufrieden. Das ist sehr gut gelaufen. Draußen hat er mich wirklich bis an die Haarspitzen gereizt und provoziert. Er war wirklich mit seinen Bocksprüngen sehr vorne dabei. Aber ja, im Viereck hat es super geklappt. Wir müssen das noch versuchen, draußen noch ein ganz klein bisschen zu solidieren. Aber er ist ja 17, ich sage immer Spaß, aber mal ein Nachwuchspferd. Also schauen wir mal, 2-3 Turniere und dann darf er sich in der Rente mit Zatschmo duellieren. Isabel, man muss aber ein bisschen flachsen. Jetzt frage ich mal, er ist ja ein treuer Partner über viele Jahre. Mit Weihegold, mit Belarus bist du die letzten Championate siegreich unterwegs gewesen. Er darf dann nicht mit. Merkt man ihm an, dass er dann schlechte Laune hat? Schart er und sagt er, warum die Mädels und nicht ich? Also wenn ich ihn nicht hätte, würde mir wirklich etwas fehlen. Es ist absolut Adrenalin auf dem Abreiteplatz und es ist auch, er ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Hier steht er und ist, also wenn er kein Wässerchen trüben könnte. Und im Viereck gibt er wirklich im Moment eine extrem konstante Leistung ab. Und ich muss sagen, dass die fast Bronzemedaille oder der vierte Platz in Aachen mich genauso gefreut hat, wie so manche Goldmedaille mit einem der anderen Pferde, weil es eine großartige Leistung von ihm war, auch unerwartet und auch letztlich für mich als Reiterin Riesenspaß war. Und gerade in Aachen war es echt ein toller Erfolg. Nicht nur eine großartige Sportlerin, ein toller Mensch, eine Pferdefrau, wie man glaube ich sagen darf. Und ein charmantes Pferd. Don Johnson, wenn ich bei euch demnächst mal vorbeikomme, ich bringe dir ganz viel Lecker mit. Und nochmal einen leckeren Applaus für ein beeindruckendes Paar. Toll. Schauen wir mal, ob wir auch ein leckeres Ergebnis nun für Sie haben, liebe Gäste, auf der großen Anzeigetafel von Hippodata. Es gilt nun für die Lusitano Jerez und Britta Raschemerkt aus Deutschland. Es sind bei E in der A-Note 71,75, in der B-Note 77%, bei H 72,75%, bei C 71,76%, bei M 71,75 und 80% und bei B 70,5 und 76%. Das ist dann im Mittel derzeit Rang 4, 74,10%. Schauen wir drauf aufs Ergebnis von der Spectator Judging App von SAP und Black Horse One. Dort sahen Sie die beiden bei 73,5, 3,4% auf